Stefan, herzlich willkommen beim FC Wacker Innsbruck. Stefan, du hast ja auch eine interessante Vita, bist in Salzburg geboren, bist nachher nach Deutschland rausgegangen. Erzähl uns ein bisschen, wie war denn deine Zeit, in der du das erste Mal deine Fußballschuhe zerrissen hast? Ja, also von klein auf habe ich angefangen bei Red Bull zu spielen. Dort alles durchlaufen, von Nationalmannschaft, von Akademie. Und dann habe ich halt den Sprung nach Deutschland gemacht, zum VfB Stuttgart. Und dort war ich jetzt 3 Jahre und freue mich jetzt hier in Innsbruck zu sein und in der Bundesliga zu spielen. Du bist ja ein ehemaliger Kollege vom, wieder ein neuer Kollege vom Daniele Gabriele. Was hat er denn so erzählt? Warum muss man denn unbedingt zu Wacker Innsbruck kommen? Ja, er hat eigentlich nur Positives erzählt, dass die Mannschaft heiß ist, dass die Mannschaft wild ist, dass sie jung ist, dass sie einfach Bock hat, was zu erreichen. Ich meine, Innsbruck hat auch gewisse Traditionen in Österreich, ist auch angesehen in Österreich und ich komme ja aus Österreich und habe das Ganze auch verfolgt und so und deswegen bin ich froh, jetzt hier zu sein. Jetzt hat man dich natürlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Erzähl uns mal ein bisschen, wo liegen denn deine Stärken? Ich denke mal, dass ich jetzt ein relativ schneller Spieler bin, dynamisch. Im Spielaufbau habe ich auch meine Stärken und ja, das sind so meine größten Stärken. Jetzt bei so einem klassischen Vorstellungsinterview geht es natürlich auch immer um die Frage der Ziele. Wie schauen denn deine persönlichen Ziele aus für die Saison? Also erstmal ist wichtig, dass wir alle gesund bleiben, dass ich gesund bleibe, sich in die Mannschaft gut integrieren, viel Spielzeit zu haben und natürlich am besten unter die ersten 6 zu landen. Jetzt kommt noch eine ganz gefährliche Frage. Was muss man denn unbedingt über die Person Stefan Peric wissen? Dass ich ehrgeizig bin, dass ich nie aufgebe und dass, wenn es darauf ankommt, ich immer da bin. Danke, Stefan. Danke. Das war's.